Guten Morgen Deutschland! Da ihr seit Vegan Gains Worst of the Fitness Industry einfach bei YouTube eingeben, der es nicht kennt, in Mode gekommen ist, dass man um billige Klicks zu generieren andere YouTuber und Personen des öffentlichen Lebens beleidigt oder negative Aspekte des Auftretens in den Vordergrund schiebt, nur um den Deckmantel ich möchte nur einmal öffentlich darauf hinweisen und Aufklärung, dachte ich, das ist einfach mal so ein Zeit, so ein kleines Gegenprojekt zu starten zu diesem Trend und nicht Worst of the Fitness Industry, sondern Best of the Vegan Industry, anstatt sich gegenseitig vorzuhalten, was so negativ an dem anderen YouTuber ist oder was er noch verbessern könnte, möchte ich beispielhaft an anderen veganen YouTubern sagen, was ich daran gut finde und das ohne dass ich in einem Netzwerk mit diesem Kanal bin oder zwangsweise befreundet bin oder sonst irgendwas anderes, außer der Tatsache, dass mir ein Aspekt, nämlich genau der, den ich herausstellen werde, gefällt und das explizit loben möchte. Natürlich kann und wird es vorkommen, dass der YouTuber oder die YouTuberin auch Sympathie für mich empfindet, aber hier bei der Serie geht es nicht darum, wie auf einigen anderen Kanälen dieses für mich persönlich unerträgliche ich empfehle dich und du empfiehlst mich, wir bekommen mehr Klicks und so weiter, dieses Getue immer, immer unter der Rubrik dann so meine liebsten YouTuber und so weiter. Einige meiner liebsten YouTuber wissen nicht mal, dass sie meine liebsten YouTuber sind und ich gebe darauf ehrlich gesagt einen Scheiß, weil es geht eben nicht immer nur darum, irgendwelche Netzwerke zu bilden, um Klicks zu generieren und mehr Geld einzunehmen, sondern einfach um eine Gemeinschaft zu bilden, die YouTuber und Zuschauer beinhaltet, Menschen, weil jeder Zuschauer kann auch jederzeit zum YouTuber werden und die YouTuber wie ich sind eben oft auch Zuschauer und deswegen sollte man ehrlich und offen miteinander umgehen. Hier geht es also nicht darum, Werbung für einen Kanal zu machen, sondern einen Aspekt in den Vordergrund zu stellen, der diesen Kanal für mich persönlich als besonders wertvoll für die vegane Entwicklung darstellt. Diese Kanäle sind nicht zwangsweise meine Lieblingskanäle. Teilweise würde ich sie wahrscheinlich nicht einmal empfehlen, aber sie haben etwas, was mich diese Kanäle schauen lässt. Sonst könnte ich ja quasi jetzt gar nicht darüber berichten. Aber natürlich werden auch Kanäle wie zum Beispiel von Silke Leopold oder Gemeinsam Vegan auftauchen, wenn diese Videoreihe euren Zuspruch findet. Das sage ich noch dazu. Das mache ich von euch auch ein bisschen abhängig. Und ihr mit mir eben bereit seid, über den jeweiligen Aspekt zu diskutieren. Unabhängig davon, ob dieser Kanal gut oder schlecht ist und wie ihr den findet. Aber mir geht es hierbei wirklich noch einmal, ich möchte es explizit nochmal herausstellen, nicht um einfach nur Dollar-Kanal unbedingt abonnieren, schaut mal vorbei und so weiter, sondern um einen positiven Aspekt hervorzuheben, ein Lob auszusprechen, ein ins Bewusstsein rufen, was wichtig ist. Gerade in unserer Gesellschaft dominiert die Kritik und fehlt das Lob. Lob, Zuspruch, nette Worte, das ist was die vegane Community auch braucht und keine Streitereien, weil man unterschiedlicher Meinung ist. Ist in einzelnen Aspekten teilweise auch nur, das ist einfach krank. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr in den Kommentaren nicht auch kritische Beiträge schreiben sollt und das wisst ihr bei mir. Kritik und andere Meinungen sind bei mir immer sehr willkommen und ich sage das nicht nur und sperre dann die Leute heimlich, wie es dann der eine oder andere so macht. Sondern bei mir gilt wirklich freie Meinungsäußerung. Selbst wenn mal eine Beleidigung gegen mich dabei ist. Ich akzeptiere das, ist vollkommen in Ordnung, ist ein emotionaler Ausbruch und deswegen sperre ich den Betreffenden nicht sofort, hundertprozentig nicht. Wir sind alles Menschen und wir wollen alle geliebt und gehört werden und und von daher kommentiert euch immer was auf der Seele liegt, egal wie unangebracht ihr es findet. Was ich persönlich schon als Scheiß auf meinem Kanal released habe, angefangen vom ersten Video Tagebuch ein bis hin zu politischen Abhandlungen auf Kindergartenniveau. Aber das sind wir, wir sind Menschen. Wir lassen uns von unseren Emotionen leiden teilweise und wir sind nicht immer bewusst. Daher mache ich ja auch diesen Kanal für euch und auch für mich. Bewusstheit, darum geht es. Und ich möchte jetzt bewusst Lob aussprechen und wir starten die Reihe heute mit einem Aspekt eines Kanals, der besonders viel Kritik einstecken musste in der Vergangenheit. Sowohl der Aspekt als auch der Kanal, weil dieser eben kein Ideal des veganen Lebens darstellt. Das aber bizarrerweise genau der Punkt ist, der für mich den besonderen Wert dieses Kanals ausmacht. In der Überschrift habt ihr es ja schon gelesen, heute geht es um rohe Energie.
Lass und Alexandra. Ich nenne Lass mit Absicht zuerst, weil in Zeiten der Gleichberechtigung es auch mal, denke, durchaus möglich sein sollte, denjenigen zuerst zu nennen, der einfach einen viel stärkeren Einfluss ausübt auf eine gewisse Thematik, die von zwei Personen geprägt wird. Rohe Energie sind keine Vorzeigeveganer. Warum? Das könnt ihr in den kritischen Beiträgen und Videos, insbesondere von sehr idealistischen Typen von Veganern, nachlesen. Und da möchte ich mich auch, wie gesagt, heute überhaupt nicht dazu äußern. Aber sie leben das Vegan aus Überzeugung und aus praktischen Erfahrungen und versuchen trotz Kinder, Beruf und ausgeprägtem sozialen Leben diese Lebensweise der Masse der Menschen näher zu bringen. Lass mit seinem Forscherdrang und immer auf der Suche nach neuesten Informationen und Alexandra als engagierte und selbstbestimmte Mutter zeigen uns und eben der breiten Masse an Menschen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, dass ein veganes Leben absolut normal sein kann, dass es möglich ist, nahezu komplett auf Tierleid zu verzichten und trotzdem selber auf nichts verzichten zu müssen. Sie geben praktische Tipps, vor allem praktische Tipps, und gehen auch immer wieder teilweise sehr, sehr geduldig auf dieselben Fragen immer wieder ein sind meiner Meinung nach die erste Anlaufstelle für den Otto-Normalverbraucher, der eben nicht 100% perfekt idealistisch und vegan, sportiv leben möchte, sondern erst einmal ein paar Basics an die Hand bekommen möchte und um den Einstieg zu meistern. Lars kann aufgrund mittlerweile seiner Reichweite Kontakte knüpfen zu durchaus renommierten Persönlichkeiten wie dem Dr. Jacobs und dort fundierte Informationen, echte Informationen an die breite Öffentlichkeit bringen. Rohe Energie ist für mich ist einfach der Inbegriff des Wegbereitens des veganen Lifestyle für die breite Masse der Bevölkerung. Selbst ein Attila Hildmann, der den veganen Trend mit initiiert hat, hat meiner Meinung nach nicht so eine große Reichweite, insbesondere alterstechnisch, erreichen können, wie das Rohe Energie tut. Und das ist für mich Grund genug, mit Ihnen diese Serie zu starten. Best of the Vegan and Industry. Was haltet ihr von dem Ansatz, sehr viele Menschen sozusagen zu erreichen, dadurch natürlich viele spezielle Interessengruppen nicht bedienen zu können und da eventuell nicht die Tiefe und den Perfektionismus an den Tag zu legen, wie es möglich wäre? Ja, lasst mich wissen, wie ihr diese Idee findet. Wenn ich Kanäle anschaue, dann immer unter einem gewissen Aspekt. Und ich möchte diese Idee gerne mit euch teilen. Ich würde diese Reihe sehr gerne weiterführen. Das mache ich aber wirklich nur, wenn euch das auch angenehm ist. Wenn euch das mit irgendeinem Grund unangenehm ist, schreibt mir das. Dann werde ich diese Reihe auch nicht weiterführen. So Sachen, die Masse entscheidet. Das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche und ich bootcampe gerade weiter und da gibt es ein kleines Update morgen. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi.